Servus und willkommen zurück zur Holzregina-Restaurierung. Ja, ich habe mich über die Feiertage ein bisschen um die Kotflügel gekümmert. Heute geht es in dem Video mal um den vorderen Kotflügel. Den habe ich provisorisch jetzt schon mal hier montiert, um einfach zu schauen, wie sieht's aus. Passt der eigentlich ganz gut. Der hat auch nur so zwei, drei kleine Macken gehabt. Also wirklich in einem guten Zustand gewesen, muss man gar nicht viel machen. Zwei, drei kleine Beulen ausbeulen auf der Unterseite. So ein bisschen abschneiden und schleifen, zeige ich euch jetzt aber gleich. Und ich möchte jetzt nochmal die Felge mit Reifen vorne reinhängen, um einfach zu schauen, wie sieht es aus, fluchten die auch übereinander, weil gerade so bei der Kotflügelmontage sollte man sich dann doch die ein oder andere Stunde mehr Zeit nehmen, weil das sieht dann immer schlampig aus, wenn man da fuscht und das ist dann irgendwie da so reingebaut, also es muss schon wirklich gut passen. Los geht's. Ja, so schaut jetzt der vordere Kotflügel aus. Ich habe jetzt ungefähr anderthalb, zwei Stunden den in Ruhe ausgerichtet und schon mal provisorisch so montiert. Ich kann euch nur den Tipp geben, klebt diese ganzen Stellen hier oben sorgfältig mit Klebeband ab, weil wenn da jetzt nochmal ein Kratzer reinkommt, da ärgert ihr euch wirklich richtig, richtig, weil das ist ja, wie gesagt, im Eifer des Gefechts und ihr kennt das ja sicherlich alle, ruckzuck kommt da mal ein Kratzer rein. Ja, die Streben hier, die habe ich damals in dem großen Paket alles gleich mit beschichten lassen. Also die sind auch schon fertig und soweit passt der auch wirklich ganz gut. Jetzt will ich euch aber nochmal was zeigen und zwar hier auf der Unterseite. Da ist der wahrscheinlich irgendwo früher mal hier hängen geblieben und hat es hier so ein bisschen rausgerissen. Und hier werde ich einfach den Kotflügel ungefähr 3 bis 5 mm einmal abschneiden, dass er eine schöne neue gerade Kante hat. Und dann ist das hier in dem Fall die beste Reparatur. Das fällt dann gar nicht auf, wenn der 5 mm kürzer ist. Ja. Hier unten sieht man das auch schon, dass das hier so fehlt. Bevor ich da jetzt anfange und schweiß da wieder irgendwas dran und dingel da dran rum, wird das gerade ein Stück gekürzt und dann passt das auch wieder soweit. So, jetzt machen wir hier vorne nochmal die Felge rein, schauen, wie das dann aussieht, wenn dann die Felge und der Reifen montiert ist. Und ich denke, soweit passt das hier schon ganz gut. Ja, besser ist es, wenn ihr zu zweit seid bei so einer Montage. Alleine ist das immer ein bisschen gefummelt. Aber ich denke, soweit sieht es ganz gut aus. Wie gesagt, nichts mit Gewalt, nur ein bisschen. So. Ja, ich bin echt überrascht, dass ich da jetzt so wenig Nacharbeit habe. Ich habe jetzt schon mal so grob drüber gepeilt und es sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Die Abstände von den Streben, das passt auch wirklich gut. Und jetzt gucken wir nochmal von vorne, wie das aussieht, ob das auch so einigermaßen mittig sitzt. Wenn wir dann hier das noch so ein bisschen dann ausrichten können, wenn wir dann die finalen Schrauben reinmachen. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nur so ein bisschen was reingesteckt. Kann man noch so ein bisschen hinterher wiegen. Aber im Großen und Ganzen wichtig ist auch hier der Abstand zu den Hülsen von der Federgabel. Nicht, dass ihr hier dann später dran reibt. Aber so im Großen und Ganzen bin ich da wirklich super zufrieden. Also machen wir nochmal rein. Der Abstand zum Reifen wirklich super, perfekt. Keine große Nacharbeit. Also kann der jetzt unten abgeschnitten werden. Und dann kann der schon mal so zum Lackierer. Ja, soweit so gut. Der vordere Kotflügel, das ist wirklich jetzt keine große Sache gewesen. Das freut mich wirklich selber, dass ich da verhältnismäßig wenig Arbeit damit habe, bis auf diesen kleinen Streifen, den ich jetzt unten noch abschneide. Dann kann der so, wie der ist, zum Lackierer mit ruhigem Gewissen, dass ich da nach dem Lackieren keine Nacharbeit dran haben werde. Ja, bei dem hinteren Kotflügel sieht es ein bisschen anders aus. Der ist in einem deutlich schlechteren Zustand, aber das zeige ich euch dann auch in einer der nächsten Folgen. Da mache ich mich jetzt auch nochmal dran, richte den ein bisschen aus. Da musste ich auch noch dran rumschweißen. Der hat dann doch ein paar Rostlöcher gehabt und da musste ich noch ein Blech ersetzen. Ja, es ist ein bisschen unschön gewesen, aber was will man machen? Gerade für die
Regina 0 Kotflügel zu bekommen, ist eigentlich echt gerade Mangelware. Von daher muss man da einfach retten, was zu retten ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.